till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. Hallo, schön, dass du reinschaust. In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, welche Einstellungen du vornehmen musst, um mit deinen Freunden in einem Raum gleichzeitig bauen zu können. Hier oben geht's zu dem Video, wie man seinen eigenen Raum erstellt. Nun zu den Einstellungen. Wir gehen auf unseren Armband, This Room, hier auf diesen Zahnrädchen, Permissions. Wir haben die Möglichkeit, direkt allen, jeder, der in diesen Raum kommt, die Berechtigung zu geben, den Markerpen zu benutzen. Dafür gehen wir auf Creative, Can use Markerpen, yes. Wenn ihr das so eingestellt habt, kann jetzt jeder, der in diesen Raum kommt, seinen Markerpen ziehen. Die andere Möglichkeit ist, Co-Owner einzustellen. Das sind dann auch Raumbesitzer, gleichberechtigt wie der, der auch den Raum erstellt hat. Dafür gehen wir dann auf diese Personenauswahl. Ich gebe jetzt einfach mal meinen Zweitcharakter eine Einladung. Schwupp, der wurde eingeladen. Dein Freund bekommt dann eine Nachricht unter Message, Notifications und hier ist die Anfrage. Einladung zum Co-Owner und akzeptiert. Schwupp. Jetzt bin ich gleichberechtigt wie Mr. Floppy. Ich finde auch den Raum, wenn ich jetzt unter Create My Rooms, da ist auch der Raum dann zu finden. Da gehe ich jetzt auch mal rein. Und ihr seht, ich kann hier mein Markerpen benutzen, kann hier Dinge hinbauen. Genauso wie Mr. Floppy auch. Sollte euer Freund mal Mist bauen und ihr wollt nicht mehr, dass er Co-Owner ist, dann kann man das auch jederzeit wieder rückgängig machen. Ihr geht dazu auf This Room, das Einstellungsrädchen, Permissions. Dann geht ihr auf die Co-Owner-Gruppe und könnt hier einfach auf Remove. Zack, jetzt ist er kein Co-Owner mehr, kann hier nichts mehr machen. Der darf sein Make-up-Pen nicht mehr ziehen und er findet den Raum auch nicht mehr. Wenn ihr dann zu zweit hier im Raum seid und zusammen baut, achtet darauf, immer der Erste, der in den Raum reinkommt, muss auch den Raum speichern. Wenn der Zweite das macht, dann backt das hier rum, die Einstellung, das Bild versetzt sich. Also achtet immer darauf, derjenige, der den Raum betritt, der ist auch derjenige, der den Raum speichert und den Fortschritt speichert. Und wenn ihr an Schaltungen arbeitet, also an den Gadgets an sich, wenn ihr das tut, dann solltet ihr alleine im Raum sein. Sonst backt das viel zu doll rum und ihr kriegt die Schaltung nicht hin. Irgendwas verstellt sich in der Schaltung, das sind halt Bugs. Da sollte man dann alleine im Raum sein. Wenn ihr Fragen oder Probleme habt, gerne unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, über ein Däumchen würde ich mich freuen. Tschüss und bye bye. Till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached.